Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ja, wir nähern uns hier so langsam dem Ende, was dieses Dorf hier anbelangt und die damit verbundenen Aufgaben. Das ja, ist schön auf der einen Seite, aber auch traurig, wenn man hier mal so eine funktionierende Geschichte hat, die dann zu verlassen, ist dann auch immer ein bisschen so rum. Schnief. Naja, egal. Wir müssen da nun mal ran. So, versorgte Außenposten. 30 von 31. Okay. Wie war das jetzt? Müssen beide Aufgaben erfüllt werden oder reicht eins? Das weiß ich, das kann ich mir immer nicht merken. Das habe ich mir jetzt von der letzten Geschichte nicht gemerkt. Wie weit sind wir denn? Da hatte ich genau den Turm hier, den Wachturm in Auftrag gegeben. Da ist jemand unterwegs. Ja. Ansonsten. Ach ja, was ich noch sagen wollte, ich hatte mich hier nochmal kundig gemacht bezüglich der Geschichte mit den Werwölfen. Ist tatsächlich so, also die Werwölfe sind diejenigen, die hier dazu neigen, die Bevölkerung hier zu dezimieren. Also aus den Bewohnern Werwölfe machen, wenn sie denn hier so einen Bewohner zum Packen kriegen oder im Kampf besiegen, ja, dann werden die dann zu den, also dadurch werden die dann infiziert, die Bewohner, und werden dann in der Niederlassung, da im Lager der Werwölfe zu Werwölfen. Oh, wir haben gewonnen. Juhu, es wird wieder eifrig gefeiert. Da werden auch schon die Arme hochgereckt. Ja, es hat dann also doch gereicht, eine von beiden Aufgaben zu erledigen. Das ist cool. Bin mal gespannt, ob ich mir das merken kann für die nächste Runde. Ja, sehr schön. Das ist klasse. Ja, da freut ihr euch. Vollkommen zu Recht. Juhu, ich freue mich auch. Klasse. Ja, dann haben wir dann doch schon etwas eher die ganze Geschichte hier zum Abschluss gebracht, als ich jetzt selber gedacht habe. Sehr, sehr schön. Ja. Das ist cool. Da wird gefeiert, da wird getanzt. Ja, getanzt, ich sehe. Also, ne, sie freuen sich. Ja, doch, auch so ein bisschen getanzt wird auch. Da sieht man es. Ne? Sehr cool. Und da krachen die Feuerwerkskörper. Jo. Geil. Dann haben wir das hier hinter uns. Ja, um das Ganze nochmal, ne, zum Abschluss zu bringen. Also, ne, wie gesagt, die Werwölfe sind diejenigen, die ne, hier die eigenen Leute insofern dezimieren, indem sie zu Werwölfen machen. Nicht die Schemen. Bei den Schemen ist es so, da hatte ich mich ja mit vertan. Bei den Schemen ist es so, dass die die Leute hier zwar erschrecken, ne, beispielsweise jetzt hier, sie hier oder sie, dann vergessen die, was sie als Beruf haben, ja, und schmeißen alles von sich. Ja, also die Waren, die sie mit sich tragen. Soldaten beispielsweise schmeißen ihre Waffen, ihre Rüstung und alles von sich, vergessen, dass sie Soldaten sind. Und solche Geschichten, das ist der Negativaspekt bei den Schemen, ja, hier für unsere Bevölkerung. Das war das, ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Unsinn. Wir machen direkt weiter. Ich würde aber trotzdem noch ganz gerne nochmal speichern, bevor ich das... Achso, oh ja, wir haben gewonnen. Du hast gewonnen, Sieg, ja, aber hallo, sowas von. Sehr schön, ja, du hast dich mit allen pagonischen Dörfern dieser Insel angefreundet. Paganoischen Dörfern. So, ich gehe mal ganz kurz hier auf Speichern, damit wir das hier auch dokumentieren können. Moment, da stand gerade was. Ich gehe mal hier auf den Slot. Das wird mal ganz flockig überschrieben. So. Und dann gehe ich auf Neues Spiel starten. Ja, hier, ne, zum Koop Spiel einladen. Es gibt jetzt einen Koop-Modus. Es hat ein Update gegeben. Und ab jetzt kann man mit anderen Leuten zusammenspielen. Ist, glaube ich, ein bisschen eingeschränkt. Ich glaube, irgendwas, ich meine, was gelesen zu haben, von maximal 4 Mitspielerinnen oder Mitspielern in der größeren Ordnung. Aber da kommen wir nochmal hinter. Eine der nächsten Folgen. So. Moment, zurück zum Spiel. Nein, bla. Ich muss, glaube ich, zurück zum Hauptmenü, ne? Anders geht's nicht. Wir bestätigen das Ganze mal ganz schnell.
Was ich, als ich mich da so selber so ein bisschen umgetan habe, hier von wegen Fenster verschieben, bla 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 im Spiel da, Infofenster verschieben. Irgendjemand hatte angemerkt, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn man die Spielstände irgendwie benennen kann. Ich zeige euch das gleich mal. Und wenn wir hier nämlich auf neues Spiel starten gehen, oder auch beim Laden hat man es gesehen, es werden nur die Slots angezeigt. Ja? Also wie viele Slots da jetzt im Augenblick belegt sind. Ich kann den aber kann den Spielstand selber aber nicht irgendwie benennen. Und vor allen Dingen, was nicht auftaucht, was ich aber von anderen Spielen dieser oder ähnlicher Art kenne, wenn wir hier auf neues Spiel starten. Wir haben jetzt gemacht, und da fängt es nämlich auch schon an, wir haben jetzt gemacht hier verborgene Gefahren. Und ich kenne das beispielsweise so, wenn man jetzt ein Spiel spielt, wie dieses jetzt beispielsweise, was wir jetzt gemacht haben, dann hat man im Spielstand schon stehen verborgene Gefahren und dann irgendwie die Slotanzahl. Ja? Und eventuell kann man da noch irgendwie selber noch was eintragen, dass man da noch irgendwie den Namen entsprechend der Datei dann verändern kann, erweitern kann. Je nachdem. Würde ich auch sehr sinnvoll erachten, weil wenn ich jetzt sehr, sehr lange gespielt habe und ich jetzt hier mit diesem Auswahlmenü konfrontiert werde, dann weiß ich so im ersten Augenblick jetzt gar nicht, ja, was habe ich denn jetzt gespielt? Was haben wir denn jetzt hier abgehakt? Weil hier erscheint nichts. Ja, hier wird nur angezeigt, hier auf dieser Insel gibt es feindliche Einheiten, Siegertyp, Aufgaben lösen und hier noch die Größe der Karte. Das ist nett. Ja, auch hier, also die Karte ist hier wesentlich größer, auch hier Aufgaben lösen und auf dieser Insel gibt es natürlich auch wieder feindliche Einheiten. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich jetzt das hier gemacht oder das hier gemacht. Ich weiß halt jetzt nur, durch diese Geschichte, also das kann es auf keinen Fall gewesen sein, denn friedlich war es nicht. Aber es könnte ja auch sein, dass wir das jetzt gemacht haben, ne, hier gewundene Pfade und wir hiermit weitermachen müssen. Nur mal so als Beispiel. Ne, und das sind Kleinigkeiten, aber das sind so Kleinigkeiten, die uns so als Spielern helfen, wenn wir da so ein bisschen so die Möglichkeit haben, schon alleine an den Spielständen, die wir angelegt haben, zu erkennen, was spiele ich denn jetzt hier im Augenblick. Ja? Wir müssen mit den gewundenen Faden weitermachen, das ist klar für uns, wir wissen das. Oder auch nicht, das ist reiner Zufall. So, was haben wir denn hier zu erledigen? Auf dieser Insel gibt es viele Orte, die nach deiner Aufmerksamkeit verlangen. Doch der Weg voraus ist nicht immer eindeutig. Und wenn man so die Kartengröße sich da vor Augen führt, das wird lustig werden. Das wird lustig werden. So, hier unten sieht man dann hier so den Werwolf, so an den ersten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob der wirklich erst da auftaucht. Oder ob wir vielleicht nicht schon etwas eher damit konfrontiert werden. Wir werden auf jeden Fall mit Schämen zu tun bekommen. Können wir ausgehen. Moment, die Einstiegsaufgaben helfen dir einem. Achso! Kann man das. Achso, das kann man. Sollen wir das mal. Ich meine, wir kennen das ja schon, ne? Moment mal. Die Einstiegsaufgaben helfen dir, eine grundlegende Wirtschaft aufzubauen. Sie berücksichtigen nicht die spezifischen Gegebenheiten der gewählten Karte. Sie helfen neuen Spielern und allen, die gerne Hinweise zum Aufbau der Wirtschaft möchten. Du kannst sie jederzeit in den Optionen deaktivieren. Wir hatten ja in der letzten, hatten wir ja das ja nicht. Da habe ich ja noch gesagt, irgendwie, oh, das sieht jetzt so leer da aus. Wir machen das einfach mal jetzt hier in dem Fall mal, nehme ich den nochmal mit. Einfach, damit wir nochmal so den Unterschied haben. Und wir können sie ja auch wieder deaktivieren. Hier wird ja gesagt, aus den Optionen können wir das jederzeit. Oder ist das was vollkommen anderes? Vertue ich mich jetzt da gerade. Wir nehmen das einfach mal mit. Wir gucken mal, was passiert. Ist egal. Also gewundene Fahrt. Jetzt mal mit ein bisschen Hilfe. Und dann starten wir jetzt endlich mal das Spiel, damit wir hier weiterkommen. Mann, ich bin schon wieder die ganze Zeit nur am Labern. Da sind sie wieder. Das ist das, was ich da so in der letzten. Der letzten Session, der letzten Geschichte hier, der letzten Aufgabe vermisst habe. Egal. So, baue Entdeckerposten, baue Wachtürme, baue Holzfälle, Hütten, Steinbrüche, Sägewerk und Steinmetz, nur das Übliche halt. Und dann wird halt angegeben, was wir so wenigstens brauchen. Ja, gut. Hätten wir das auch geklärt. Was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir hier keine Himbeeren oder dergleichen. Eventuell gibt es hier Pilze. Sehe ich zwar so auf den ersten Blick auch nicht, aber das muss nichts heißen.
Vor allen Dingen erstmal hier einen neuen Speicherplatz schon mal belegen. Und dann zurück zum Spiel. So. Ja. Ihr kennt's ja. Erst einmal eine Holzfällerhütte. Könnte man auch hier anlegen? Ich würde. Nee, wir machen das mal ein bisschen anders. Klein wenig. Nicht viel anders, nur ein bisschen. Habe ich auch gesagt, ein bisschen nur. So. Einen Wachturm würde ich ganz gerne hier so hinsetzen, wenn es dann irgendwie geht. Mann. Ja, egal. Ich will jetzt nicht noch eine halbe Stunde hier hin und her schlawinern mit dem Teil. So, aber jetzt noch Holzfällerhütte. Die könnte ich ganz gerne hier so platzieren. Das sollte funktionieren. Dann kann man hier schon mal Wege anlegen. Was wir auf jeden Fall auch brauchen, ist hier so ein Sägewerk. Ja, Moment. Nein. Wollte ich jetzt gar nicht. Bin mir noch ein bisschen uneins bezüglich der Wege und so. Aber man merkt es kaum. Oder voll. Nee, dann vielleicht besser hier. Jetzt geht das nämlich schon los. Wo setze ich was am schlechtesten hin? Egal, ich setze das mal da so hin. Das Gebäude. Halt! Nur eins! Das versehen, wenn man einen Doppelklick macht. So, jetzt aber Wege. Das ist doch super. Das ist prima. Setze ich hier einen Weg hin. Und. Oh, yo. Hier so. So, machen wir das einfach mal so. Okay, dann hätten wir hier schon mal so einen Wachturm. Sägewerk und für die Holzarbeiten entsprechend schon mal eine Hütte. Ich würde sogar vorschlagen. Setzt das Teil mal da so hin. Der soll nur erwachsene Bäume fällen. Und dann machen wir das Ganze doch noch mal. Wachturm. Drehen. Das war so eine Sache. Dann setze ich hier noch einen Wachturm hin und eine zweite Holzfällerhütte. Das passt ganz gut. Jetzt mit dem Moment, Augenblick. Wir brauchen ja auch noch ein Frosthaus. Das würde ich ganz gerne jetzt schon einplanen. Oder vielleicht besser hierhin. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Hier das Forsthaus hinsetze. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal mit dabei. Wege. Ja, egal. Ich gehe hier mal den Weg. War das mal so. Der ist überlegt hier irgendwie lang, aber so, ne. Machen wir mal nicht. Sind wir mal verschwenderisch mit dem Platz und machen das so. Okay. Die Holzversorgung wäre damit schon mal gewährleistet. Nein. Mann, so. Anders. Mittlerweile solltest du es wissen, wie es geht. So, auch er kümmert sich nur um die ausgewachsenen Bäume.
der Kollege wäre versucht, ihm zu sagen, mach doch bitte schwerpunktmäßig hier. Erstmal. Alles Weitere müssen wir abwarten. Achso, ich brauche dann auf jeden Fall noch einen Brunnen, fällt mir gerade auf. Sonst wird das hier nichts. Brunnen, 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 Brunnen haben wir hier. Jo. Jo, einfach mal so gemacht. Da der Brunnen. Am Brunnen vor dem Tor. Was? Wir brauchen noch einen weiteren Wachturm. Da sind auch keine Bären drin. Bären, Bären, Bären. Wobei, ich überlege gerade, hier haben wir. Hier ist nicht so. Der Wachturm würde hier mehr Sinn machen. Auf jeden Fall. Könnt euch schon mal so in diese Richtung orientieren. Und wenn die dabei sind, können die sich so in diese Richtung orientieren. Ja, hier mit dem warte ich noch. Also wir brauchen auf der Seite wahrscheinlich auf jeden Fall einen. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Aber da muss das Holz weg. Dann mache ich das anders. Alles wegreißen, bitteschön. Fokuspunkt direkt da reinsetzen. Ja. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. So. Wir haben hier alles Mögliche. Dann würde ich sagen, an Holz. An Holz. Dann würde ich sagen, Lager. So. Da soll natürlich Holz eingelagert werden, ganz klar. Einmal Nadelholz. Hier Holz und dann Laubholz. So. Würde ich das ganz gerne genauso machen. Frage, 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 wo baue ich die Lager am besten hin? Moment. Kriege ich das ein bisschen... Ah, gedreht, sehr schön. Eins dahin. Eins dahin. Holz. Nadelbaum. Also. Holz und Laub. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Ich könnte sogar hier noch ein weiteres Lager in der Nähe irgendwie unterbringen. Momentchen. Egal, mache ich hier noch eins hin. Und auch hier Holz. Aber Feuerholz. So, dann haben wir das schon mal erledigt. So, was wollt ihr? Steinbruch kann ich noch nicht. Da muss ich erst hier. Ne, ich brauche Leute. Wir sind doch schon eifrig dabei und das wird langsam. Ist ja cool. Steinbruch, Sägewerk habe ich. Steinmetz ist Udreck 2. Forsthaus ist am Start. Brunnen ist am Start. Sammlerhütte und Jagdhütte. Ah, eine Jagdhütte. Sammlerhütte sehe ich noch nicht. Aber eine Jagdhütte sollte machbar sein. Sehe ich hier irgendwelches Tier rumrennen? Ich höre Vöglein zwitschern, aber ich sehe keine Häschen hüpfen.
offensichtlich nicht gut. Offensichtlich nicht gut. Wieso sehe ich hier kein Getier? Kann man hier entsinnen? In dem Dorf davor, da sind hier Wildschweine durch die Gegend gerannt und alles Mögliche. Jetzt kriegen wir hier ein Nahrungsproblem, oder wie? Was ist das? Achso, einer von meinen Leuten. Ich meine, ich könnte natürlich hier hingehen und schon mal Gemüse anpflanzen. Das wäre theoretisch, wäre das machbar. Ich würde aber ganz gerne erstmal hier so die ganzen Bäume auch noch Möglichkeit groß werden. Auch das ist theoretisch machbar. Das sehe ich. Das sehe ich sehr gut. So, Forsthaus hatte ich gesagt. Ja, nee, dann setze ich den noch sogar noch ein bisschen weiter. Moment mal, Fokuspunkt, du kommst mal da so ganz flugs hin. Hier können Bäume wachsen, ein bisschen abwinken. Da habe ich kein Problem mit, aber das hier muss weg. Das muss weg, das muss hier, das muss alles weg. Ja, Holzfällerhütten, 2 von 3. Oh ja, dann wenn das so ist, warte mal. Da bin ich schnell dabei. Dann mache ich hier noch eine dritte hin. Eine dritte Hütte. So, direkt daneben. Ja, Fokuspunkt ist soweit erstmal in Ordnung. Setze ich hier so hin oder vielleicht sogar da so hin. Und er soll auch alles niederreißen, was es da so an Bäumen gibt. Mit Lager bin ich da jetzt noch ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß nicht, ob die Hütte hier bleiben wird. Ja, die baue ich jetzt erstmal, weil sie gefordert ist und auch sinnvoll ist. Aber es kann sein, dass ich die dann vielleicht irgendwie nach hier hin verlagere, je nachdem wie viel Holz dann hier angewachsen ist. Und dann kommt die hier weg und macht dann Platz für andere Sachen. Das ist so der Plan. Was vielleicht auch sinnvoll ist, sehe ich gerade. Ich mache auf jeden Fall schon mal Folgendes. Ein Bäckerposten. Da könnte ich 10.000 Stück von machen, glaube ich. Bin da mal so und setz den mal hier so hin. So. Deckerposten. Aufträge. Geh mal so in diese Richtung erstmal. Und da gucke ich mal, wie das mit den Wachtürmen und so weitergehen muss. Jetzt wird schon die Gemüsefarm, ja, das macht ja auch Sinn. Also jetzt eine Gemüsefarm zu bauen, denke ich schon. Vom Platz her würde sich das ja anbieten. Ja, wir machen das einfach mal. Warte mal, Augenblick. Dann sagt die Uhr. Oh. Gemüsefarm, ja, ist in Planung, aber dann erst ab der nächsten Folge. Ja, aber so schnell verliert man sich in dieses Spiel. Also die Zeit rennt einem davon. Ja, neue Siedlung muss aufgebaut werden. Ist immer wieder eine neue Herausforderung. Macht immer wieder neu Spaß. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für deine Unterstützung ganz besonders. Freut mich sehr, dass ihr hier mit dabei seid. Macht's gut, genießt die Zeit. Bis bald.